Ich zeige heute mal, wie man das, wie man einen Zugverband erstellen kann. Ja, wir wollen einen Zugverband erstellen. Wir machen zum beispielsweise hier mit Güter, da habe ich keinen Bock drauf. Ich mache jetzt einen Personenwagen hier. Und zwar, wir gehen jetzt hier hin und wir wollen ein neues zufügen hier. Und jetzt gebt ihr hier den Namen ein. Und zwar, er soll jetzt, wir wollen diesen Lok machen, also diesen Wagen nehmen. Da schreibe ich noch drunter hier. IC, also IC mit Lok 288. Jetzt passt das schon und bestätigen wir das noch. Und jetzt ist alles so schwarz, das muss so. Und wir gehen hier auf Verband zufügen, Zugverband. Und wir klicken jetzt hier, definiert. Das ist sehr wichtig. Warte, jetzt offizielle Zelle und da ist schon mal die 218 für dich. Zack, die 218 ist dabei. Und wir brauchen natürlich noch einen dazu. Das ist sehr wichtig, weil wir fahren ja mit drei pro Wagen hier. Jetzt geben wir hier Intercity ein. Also Intercity-Wagen brauchen auch vom. Na, warum geht das hier nicht da? IC-Wagen, wir brauchen die ganz normalen hier, zack. Das müssen wir so machen. Dann auch hier klicken. Machen jetzt einfach nicht so viel dran. Ne? Weiß nicht, wie viel die Lok so ziehen kann. Deswegen mache ich das einfach mal so. Dann klicken wir noch einmal kopieren, klicken. Und wir klicken noch einmal kopieren. Das heißt, wir haben aktuell jetzt nur vier Wagen dran gepackt. Wenn wir es gemacht haben, dann klicken wir auch speichern. Wir haben nicht erreichen, aber wir gehen jetzt einfach mal reinpassen. Dann hier ein Wunder, hier dann können wir ein Gehweg legen hier. Und tada, Gehweg ist gelegt. Und man sieht, es funktioniert. Und er funktioniert ja auch. Ich zeige euch das mal ein bisschen. Das heißt. Jetzt zeige ich euch noch. Jetzt zeige ich euch das mal hier. Rein hier. Wenn ihr euch wundert, was ich Programm verwende. Für dieses halt. Jetzt können wir hier legen. Ach, ja, ich weiß, dass ich das. Das Güter nicht geeignet ist. Wollte hier machen. Warte mal kurz fahren. Die Türen gehen ja auch auf. Das heißt, ist links. Das heißt, links mache ich offen und dann klick öffnen. Und deshalb geht auch die links auf öffnen. Wenn sie mal offen geht. Deswegen gehen wir auch hier rein und öffnen. Dann können wir hier auch öffnen. Ich mach so, ich muss jetzt mal anschalten. Links. Ah, siehst du, Türen geht offen. Jetzt mache ich ja wieder zu. Zack. Zurückbleiben, bitte. So, mach zu. Jetzt starten wir, der Motor ist gestartet. Das ist jetzt sehr gut an. Jetzt sind wir nochmal im Gang. Nein, bremsen, einfach bremsen, lösen. Bist du doof? Lösen. Jetzt geht's. Und ich kann fahren. Jetzt könnt ihr das sehen, Licht an. Ups, ja, Licht vergessen. Weil, ja. Jetzt zeige ich euch das mal ein bisschen. Werdet ihr nicht wundern, ich bin auf dem Notebook. Ja, ich kann es einfach die Säulatur hier nicht überlappen. Du kannst mal kurz checken können. Ja. Ich könnte mich wundern, hä, warum hört denn diese Lok ganz anders an, weil es gab, war nicht so lange her, glaube ich, es gab Mod, es gab Patches, es gab Sounds dafür. Jetzt mal Gang weg, Gas weg. Wir verlassen jetzt Hagen Hauptbahnhof, wir fahren kurz zur Abstellanlage. Schönhagen. Hagen ist einfach schön, Hagen. War ich ja natürlich im letztes Jahr, ich das weiß.
war ich ja dort, ne? 2022 war ich Mannhagen gewesen. Da war ich nicht alleine. Einfach so. Dann bin ich natürlich von Hagen aus, dann haben wir den Abeo gefahren. Abeo, der mich nach Siegen bringt. Dann sind danach mit der HLB nach Gießen gefahren. Alter. War schön gewesen, Alter. Hat sich auch mal gelohnt, dahin zu fahren. Mal Siegen angehört und gucken und so. Man sieht, es funktioniert. Die Zelte da an, so, zack. Ziel erfüllt. Also, wie es funktioniert. Wer malt zuerst, ne? Ich mal zuerst. Steig mal kurz aus, jetzt zack. So, jetzt habe ich euch gezeigt, wie man das Ganze zu machen tut. Das heißt, ja, habe es euch mal gezeigt und wie man Zugverband erstellen kann. Und ja, einfach hier zusammengefasst, wir gehen hier hin und erstellen das Ganze mit einem Namen und dann bestätigen und lasst euch was erstellen. Ne? Und ja, das war's. Tschüss, viel Spaß damit.